Weiter geht es mit einer neuen, finsteren Folge Dying Light 2 Uncut auf dem PC. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die düsteren Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter und wie immer läuft auch noch unser Gewinnspiel. Bis Freitag könnt ihr noch dran teilnehmen. Erst Freitag 0 Uhr wird es beendet, also Freitag auf Samstag 0 Uhr. Ja, was muss man machen? Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Mehr Informationen, was man gewinnen kann, unter Folge Nummer 1. Und wir müssen uns einmal hier ganz kurz durchschlachten, denn wir wollen ja heute einen Hemmstoffbehälter uns holen. Stimmt's? Das war, meine Freunde. Wir wollen einen Hemmstoffbehälter. Und zwar, Moment, wo waren das nochmal hier? Hatten wir die Stellen nicht markiert? Ja, hier drüben ist eine Windmühle, weil wir müssen unbedingt mehr Ausdauer haben. Denn wir können noch nicht mal alle Bereiche hier einnehmen, weil uns einfach die Puste ausgeht. Wir sind so verflucht unsportlich. Es ist grauenvoll. Es ist einfach nur grauenvoll. Hier wollen wir hin. Kabams. So, wo bist du? 226 Meter in die Richtung, alles klar. Ja, in der letzten Folge hatte ich es noch markiert. Jetzt habe ich hier das Spiel neu gestartet und anscheinend ist dann die Markierung direkt weg. Heute habe ich gelesen, by the way, dass es wohl sehr bald schon New Game Plus geben soll, dass man halt wirklich seinen Charakter für den nächsten Durchgang verwenden kann und freies Speichern, was natürlich auch super wäre, denn ich finde, heutzutage Spiele brauchen sowas. Freies Speichern ist eigentlich ein Muss, meiner Meinung nach. Besonders in so großen, extrem langen Spielen. Aber die New Game Plus Mechanik ist ja schon quasi drin, denn ihr könnt ja mit eurem Charakter, wenn man das Spiel durchgespielt hat, einfach weiterspielen. Und ihr könnt aber auch zu einem Freund ins Spiel euren Charakter wählen, wenn ihr schon das Spiel komplett durchgespielt habt und halt mit dem dann weiterspielen. Und dann habt ihr natürlich auch einen Fortschritt für den Charakter. Das Einzige, was eben nicht funktioniert, ist, dass ihr dann auch einen Speicherstand erstellen könnt. Was ist denn da los? Was hat dich aufgehalten? Ah, du schon wieder? Hast du dich verlaufen? Moment, ich habe andere Probleme. Ich muss jetzt erstmal hier Hemmstoffe holen. Bams. Okay, eine Anomalie. Oh mein Gott. GRE-Anomalie ist der Hort eines Wiedergängers, einem mächtigen Infizierten, der die Gegend verdirbt und andere um ihn rum wiederbelebt. Um den Wiedergänger zu stellen, müssen sie die Region der GRE-Anomalie bei Nacht aufsuchen. Nachdem sie die Wiedergänger bezwungen haben, öffnet sich ein Militärcontainer in der Nähe, in dem sie Hemmstoff erbeuten können. Okay, Mr. Wiedergänger, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Boah, Alter, was für ein Monster. Was für ein verdammtes Monster. Gib mir mal hier meine beste Waffe hier. Knarre wollte ich schon sagen. Meine beste Knarre. Oh, verdammt. Oh. Werde ich hier unten verseucht? Ja, ne? Oh, nee. Achtung, Achtung. Mach Bumm. Oh, er hat eine Armee. Er hat Friends. Alter, was war denn das eben gerade? Was hat mich hier eben gerade erwischt? Ein Bus? Hat jemand sich das Kennzeichen von dem LKW gemerkt? Der mich da eben gerade getroffen hat? Okay, die Kleinen müssen auf jeden Fall schon mal weg. Alter, ich finde Gift ist eine mega geile Fähigkeit. Und was meint ihr? Elektro ist immer noch meine Nummer 1, was aber schon damals in Dead Island und Dying Light. Ich war schon immer so ein Elektrobube. Ah, komm. Bams! Ey, so ein Wiedergänger ist ein richtiger Bossfight. Und der legt los. Okay, wir gehen nochmal hier ein bisschen in Sicherheit und gucken, dass wir uns hochheilen. Oh, so nicht. Moment mal, Phase 2, Level 4. What? Der hat unterschiedliche Phasen, der Dude. Ey, Wiedergänger, Sir. Wenn du willst, kannst du gerne mal zu mir hier ran. Au! Oh ja, hinten tut richtig weh, ha? Huh? Schön
auf die Tentakel. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Er kann Gift, ich kann auch Gift. Oh, meine Waffe ist schon wieder ziemlich angehittet. Leider. Kabams! Und nochmal schön hier drauf mit Elektro und Schmackes. Ist er down, der Kollege. Und jetzt aber bitte eine geile Trophäe. Zweimal einzigartig. Gibt es eine höhere noch? Ich weiß es nicht. Helmstoffbehälter in der Nähe. Meins! Endlich meins! Dafür habe ich lange geblutet. Ich nehme alles mit, was hier drin ist. Also wirklich alles, alles, alles. Dankeschön. Zwei Hemmstoffe waren da drin. Gut, schauen wir mal rein. Boah, ich habe hier einen Punkt. Will ich hier weitermachen? Ich werde diesmal Ausdauer nehmen. Kabams. Ich bräuchte eigentlich sowas. Ja, ich brauche das hier. Das ist so wichtig. Das ist so verdammt wichtig. Klingt ganz nett. Oh, das ist nice. Dropkick. Boots. Geil, Mann. Yep. Der Dropkick ist schon ziemlich edel. Hab ich Bock drauf. Brauch neue Waffen. Brauch neue geile, mega gute Waffe. So, hier sind wir fertig. Pilze noch mitnehmen. Dann gehen wir mal zum alten Lumpen Louis da oben hin. Der sich dauernd mit mir messen will. Oh, die Nacht ist echt unangenehm. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum lässt du los? Ey, ab und zu werde ich aus dem Klettersystem echt nicht schlau. Habe ich eigentlich hier so ein... Warum sind die wieder so merkwürdig zerteilt? Oh oh. Hallo. Alter, dieser Schlag, ne? Der ist so heftig, mein Giftschlag. Gift finde ich mega. So, wait a moment. Inventar. Antizin. Wir hatten noch irgendwo Antizin. Elektrizität, Wut, Immunität. Ich denke mal, das hier wird es sein, oder? Yep. Was hat Gut. Dich aufgehalten? Eine Menge. Hast du dich verlaufen? Feind in der Nähe. Wo zum Geil ist hier ein Feind in der Nähe? Jetzt. Oh, sieh dir dein Gesicht an. Total am Keuchen. Wer hätte gedacht, dass du so ein alter Knacker bist? Ist das ein Rennen oder versuchst du das in einen Kampf zu verwandeln? Beruhige dich, beruhige dich. Es ist ein Wettrennen. Wie wäre es, wenn wir den Einsatz erhöhen? Sagen wir 5:1. Was sagst du dazu? Angenommen. Und ab geht's. Guck mal, was ist das für ein unfaires Rennen? Ich meine, der Dude ist einfach schon wieder weg. Der Dude ist einfach schon wieder weg. Und da ist er wieder weg. Alles klar. Die Rolle rettet Leben. Die verdammte Rolle rettet Leben. Oh Gott, wieder hier durch, ne? Das kannst du aber auch nicht gewinnen, das Wettrennen.
Ganz ruhig, Chef. Ganz ruhig. Wie gerne hätte ich auch mal sowas wie ein Katana oder so. Irgendwas richtig Edles. Bis jetzt haben wir, finde ich persönlich, immer noch so Low-Weapons. So richtige Low-Bob-Weapons. Okay, easy. Oh Mann. Na, hier ist ja Party. Irgendeine Sau hat mich gesehen. Alright. Here we go again. Au. Okay, warte. Komm ich da hoch? Ich will den Spuck auf jeden Fall erledigen. Alter! Boah, dieser widerliche Pisser! Oh, da drüben ist noch einer. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Für den Loot. Für den verdammten Loot. Edle Wertsachen und merkwürdiges Blut, das total buggy aussieht. Und eine blaue Kiste. Mit ganz vielen Schüchchen drin. Kinderschuhe. War nämlich ziemlich klein. Eine Heilung mal reindrücken. Schwer. Drei Dietriche. Wie lange will ich schon neue machen? Seit wie vielen Folgen? Seit Anfang des Let's Plays? Irgendwann mache ich neue. Wann weiß ich noch nicht. Aber sehr bald anscheinend. Sehr, sehr bald. Ach nee, nochmal schwer. Aber wenigstens was Lilanes. Ah. Alter, auf Anhieb. Katsching. Friends. Das war's. Ich habe eigentlich auf eine lilane Waffe gehofft. Ich habe eigentlich sehr auf eine lilane Waffe gehofft und nicht irgend so einen alten Whisky. Naja. Das Wichtigste haben wir im Sack. Ich würde sagen, wir können weitergehen. Was? Wo soll ich denn jetzt hin? Moment, wo ist der Dude denn? Ist der Draufgänger, Sir? Geht gleich die nächste Waffe kaputt? Wo ist er denn? Ich höre seine Hilfeschreie. Hey, jetzt wird er mir angezeigt. Hier? Okay, die müssen weg, aber ich sehe den Dude nicht. Ach, da oben bist du. Chef. Hey, einen Moment mal, was geht hier vor sich? Bubble, alles okay? Du Vollidiot! Ach du Scheiße, ihr seid ja Zwillinge. Kein Wunder, dass du immer gewinnst. Als ich losgerannt bin, da war der andere von euch schon am Ziel. Sieh mal an, Bubble. Sein Hirn hat endlich seine Beine eingeholt. Du weißt nicht, wann man aufhören sollte, oder? Warte, wir sind keine schlechten Menschen, okay?
Ich meine, wir sind vermutlich nicht gerade gut, aber was ich meine ist, jeder macht das, was er am besten kann, stimmt's? Und das ist halt was, das wir gut können. Wir haben andere Sachen versucht, weißt du? Dinge, in denen wir nicht so gut waren und haben Schulden gemacht. Hohe Schulden und die müssen wir jetzt abzahlen. Also bescheißt ihr andere Leute. Niemand kommt zu Schaden, wir sind keine Räuber. Hör mal, wie wär's, wir geben dir deinen Einsatz zurück und vergessen die Sache, hm? Boah, will ich so gut sein und denen das Geld geben? Vielleicht sehe ich sie irgendwann wieder und sie sind meine Freunde dann. Klingt total scheiße zwar, die Einstellung von mir, aber hey, probieren wir es. Komm, ihr Klone, behaltet die Knete. Daran bin ich absolut selbst schuld. Ich hätte euch Idioten schon meilenweit riechen sollen. Behaltet das verdammte Geld und verzieht euch. Wirklich? Ja, wirklich. Und jetzt haut ab, bevor ich es mir anders überlege. Du Volldepp, du musstest dich ja unbedingt von den Beißern erwischen lassen, was? Was, du denkst, ich hab das absichtlich gemacht? Mach mal halblang. Also wirklich dankbar waren sie nicht. Und schon bereue ich meine Entscheidung. Und schon denke ich mir so, ja geil, Kies. Ja geil, du bist immer viel zu nett. Jetzt beide abstechen müssen. Okay, da drüben ist noch irgendwas Blaues. Könnte das cool sein? Ich weiß es nicht. Und hier ist noch irgendwo ein Zombie. Wie gesagt, wir brauchen... Boah, Waffen. Was haben wir denn hier noch so zum Pimpen? Schauen wir mal rein. Oh mein Gott, ich rede die ganze Zeit von irgendeinem Katana und besitze eins? Aber es ist zu gut im Moment noch. Ist im Moment noch zu gut. Das machen wir mal rein. Und das machen wir mal rein. Du bekommst Elektro. Und du bekommst ein bisschen Feuer, weil es jetzt auch mal lila ist. Wir wollen es in Aktion sehen. Irgendjemand braucht einen Arzt. Du bist also unser besonderer Infizierter, ha? Huh? Have a nice day, my friend. Er lebt noch. Boah, und da macht er noch so einen Rundumschwinger. Der Dude. Hey, Chef. Kabams. Weg, 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 weg. Die Dinger haben Mörderbums. Immer schön reinzimmern. Immer schön reinzimmern, Friends. Ist noch eins. Bap, 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 bap. Also heute werden Zombies hart gemanscht. Achtung. Yes. Yes. Oh, ich liebe das Gemetzel. Ich liebe das Kampfsystem. Es macht einfach so unnormal viel Spaß. Ich liebe es, weil es eben so schön stumpf ist. Weil es einfach Bock macht, auf die Zombies drauf zu kloppen. Es fühlt sich einfach richtig an. Wisst ihr, was ich meine? Nette Arschbacken, mein Freund. Hat da jemand trainiert? Es fühlt sich einfach verdammt richtig an, Zombies zu zerlegen. Hä? Ist der unsichtbar? What? Der war wirklich unsichtbar. Jetzt plötzlich steht er da. Okay, Lady. Ich will den eigentlich schön messern.
Aber die Alte hier drüben ist mir im Weg. Dass er das nicht mitbekommt. What? Ich kann ihn nicht mal fertig machen? Bist du überhaupt richtig da, Kumpel? Nee. Nee, er ist nicht richtig da. Okay, das ist irgendwie ein bisschen glitchy. Das ist irgendwie ein bisschen glitchy Doodle. Aber jetzt können wir die mal von nahen sehen. Die sehen schon ziemlich böse aus, die Dinger. Die sehen schon echt ziemlich böse aus. Gut. Wir wollten noch hier drüben hin und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Story. Ich brauche meinen Shit. Was braucht er? Ist keiner von diesen Dingern werden, okay. Ich bin zufrieden. Du verdienst eine Belohnung, Mann. Kein Problem. Deswegen bin ich doch hier, oder? Um Menschen zu helfen. Das ist mein Job. So, den haben wir pulverisiert. Wir könnten nochmal versuchen, jetzt das Ding hier abzuschließen. Vielleicht mit ein wenig Glück reicht die Ausdauer jetzt aus. Wir sind ja auch schneller im Klettern. Wir haben ja den Kletterskill geholt und irgendwie nochmal einen kleinen Boost, was die Ausdauer angeht. Könnte also gerade so genug sein, um das endlich hinzubekommen. Aber ich finde schon krass, was so ein Level ausmacht. Man merkt schon deutlich einen Unterschied. Alright. Alright. Irgendwo da drüben ist wieder ein Special Zombie. Wir sind keine Zombies. Wir sind Infizierte. Wir haben Gefühle. Schnauze, Zombie. Das ist einer von diesen schnellen Boys. Hey, komm nochmal hier hoch. Ach, jetzt bleibt er hier unten. Gut. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Ich will hier vorankommen. Ich will die Stadt einnehmen. Ich will sie erobern. So, wie war das hier? Das war ein bisschen tricky, ne? So, und jetzt so. Alter, es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Nee, besser kriegst du es auch nicht hin. Besseren Run bekommst du quasi gar nicht hin. Na gut. Kriegen wir noch nicht hin. Sind wir leider noch nicht gut genug. Es ist einfach so. Okay, wir müssen hier hin. Hier gibt es noch einige Dinge auf dem Weg dorthin. Hier ist der Hauptbahnhof. Wir checken es ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Wahnsinnsfolge Dying Light 2. Kleine Bewertung wäre sehr erotisch. Denk ans Gewinnspiel. Vielleicht gibt es danach noch ein bisschen mehr. Ich bin im Kontakt mit Techland. Also schauen wir mal. Auf Wiedersehen und tschüss!